Die Veranstaltung ist ja, die heutige Veranstaltung ist ja untertitelt zur Geschichte der antideutschen Bewegung, und das erwies sich für mich nochmal als sehr, sehr zutreffend, diese Untertitelung, als ich heute die Frankfurter Allgemeine in dem Bus nach Bremen las. Denn vieles von dem, was die antideutsche Bewegung vertreten hat, scheint heute Historie zu sein, scheint also Geschichte zu sein. Eine Geschichte, die aufgehoben ist im allgemeinen deutschen Kontext, im allgemeinen deutschen Selbstverständnis. Zum Beispiel finden wir in der Zeitung heute interessante Artikel unter der Rubrik zum Zeitgeschehen, und dort wird also mit Mythen deutschen Selbstverständnisses aufgeräumt, mit denen vor ungefähr 25 Jahren die antideutsche Bewegung auch antrat. Zum Beispiel, es gab keine Stunde Null, es gab keine Befreiung, und diese Dinge sind eigentlich eine Ideologisierung der späteren BRD gewesen, um sich eben als demokratische Alternative gegenüber der Vergangenheit zu zeigen. Heute ist das allgemein gut offenbar, denn in dieser Zeitung, die den deutschen Eliten ja sehr nahe steht, wird Schritt für Schritt und ziemlich detailliert aufgegliedert, dass die wesentlichen Segmente der deutschen Gesellschaft den 8. Mai 1945 nicht als Befreiung, sondern als demütigende Niederlage begriffen haben, dass man nach wie vor an den alten Idealen irgendwie festhielt, sich also neu arrangieren musste. Und ein interessantes Zitat aus dieser Zeitung, da von heute, da zitiert man den Historiker Wolfram Peter, zeigt also, wie man heute denkt. Die hingebungsvolle Unterwerfung, sagt dieser Mann, unter das Genie, Genie ist gemeint das Genie des Führers, ist kein serviler Akt erzwungener Untertänigkeit, sondern die extremste Form der selbstgewählten Entmündigung. Das haben wir damals vor 25 Jahren ganz ähnlich vertreten, sondern wir haben nicht den Führerkult des nationalsozialistischen Deutschlands in den Vordergrund gestellt, sondern die Volksgemeinschaft, die sich also unter diesem Führerkult ausbreitete. Insofern ist das ein interessanter Unterschied, dass heute also da ein Teil übernommen worden ist, aber ein anderer Teil, ein funktionaler Teil eben nicht. Aber trotzdem zeigt es, dass es, wenn man diese Geschichten dann weiterliest, dass die Kritik, die an dem damaligen Bundespräsidenten Weizsäcker, der 1985 ja teilweise gegen große Widerstände damals noch vertreten hatte, es ist keine Niederlage gewesen, weil es ist nicht nur eine Niederlage gewesen, der Mai 1945, sondern auch eine Befreiung. Die Kritik, die wir daran geübt haben, dass das also heute doch weitgehend vertreten wird hierzulande. Die antideutsche Bewegung, die sich um 1990 herum sukzessive begründete und meines Erachtens ungefähr zwischen 2001 und 2005 aufgehört hat, denn ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass es kleine Gruppen, die heute noch dieses Attribut für sich in Anspruch nehmen, eine Bewegung in diesem Sinne verkörpern. Diese Bewegung hatte ganz zentral die Losung Nie wieder Deutschland. Die stammte ursprünglich nicht von ihr, die hat sie übernommen, Nie wieder Deutschland. Und dann als Nachfolger eben Für den Kommunismus. Die hat sich also damit ausdrücklich als eine linksradikale, antistaatliche, kommunistische Bewegung begriffen, die sich also in die Tradition des Linksradikalismus und des Anarchismus stellte. Ich will gerne am Anfang mal drei, also um einen Cheftheoretiker der traditionellen Linken bisschen ironisch zu variieren, drei Quellen und drei Bestandteile der antideutschen Bewegung nennen, worauf man dann vielleicht aufbauen kann und diskutieren kann. Zwischendurch soll noch gesagt werden, dass auch immer Fragen gestellt werden können, weil es notgedrungen der Kürze der Zeit sehr verdichtet sein wird, was ich sagen werde. Und wenn es da Verständnisfragen gibt und so etwas, kann das gestellt werden. Ich glaube, der Genosse neben mir wird
für die notwendige Übersicht sorgen, dass das nicht ausufert. Also wenn man drei Bestandteile der antideutschen Bewegung nennen sollte, würde ich sagen, erstens ist es die produktive Verarbeitung eines narzisstischen Traumas, nämlich der Enttäuschung, der bis auf die Knochen gehenden Enttäuschung über zentrale Begriffe der linken Theorie in der Vergangenheit, nämlich die Vorstellung der Macht der Arbeiterklasse, des republikanisch Guten innerhalb einer Bevölkerung, einer vom Staat vergesellschafteten Bevölkerung, und drittens der Geschichte, die als wesentliche Bestandteile Klassenkämpfe bereithält, die als Lokomotiven oder als Notbremsen einen Ausweg aus der katastrophischen Entwicklung des Kapitalismus anbieten sollen. Die Ereignisse um den 9. November 1989 waren konstitutiv für unsere Abwendung von diesen Variationen von diesen Kategorien und in Form ihrer Variationen auf Deutsch, und waren konstitutiv für das starke Misstrauen in so etwas wie eine Geschichtsphilosophie. Niemand hatte von uns, wie wahrscheinlich von der Mehrheit der denkenden Menschen, hatte damit gerechnet, dass der Niedergang des Staatssozialismus in Osteuropa so etwas nochmal hervorbringen würde, dass also Deutschland zusammenkommen würde und das eben mit den Ansprüchen, dass dies also ganz legitim sei und dass etwas Besseres entstehen könnte und dass man damit der Welt auch etwas sagen könnte. Das ist möglicherweise heute ein bisschen schwierig zu vermitteln, gerade für Menschen, die das vielleicht damals nicht so bewusst mitbekommen haben, was vor 1989 in Deutschland gelaufen ist. Ich denke, viele von euch sind in einem Alter, dass ihr das damals nicht bewusst miterlebt habt. Insofern könnt ihr gerne auch Fragen zugestellt werden. Für uns war das jedenfalls damals ein tiefgehendes Trauma. Wir hatten also erstmal nicht gedacht, wir hatten zwar gewusst, dass wie es jeder hatte wissen können, dass der Staatssozialismus poststalinistischer Prägung den Bach heruntergehen würde und dass dort sich neue kapitalistische Herrschaftsformen bilden würden. Es hat aber niemand gedacht, dass es dazu kommen würde, dass die Sieger des Zweiten Weltkrieges die mit Deutschland konkurrierenden kapitalistischen Staaten eine Vereinigung Deutschlands und auch gerade eine Entlassung Deutschlands aus den doch immer noch etwas bevormundenden Vereinbarungen mit den Siegermächten zulassen würden. Es hatte niemand damit gerechnet, dass das ohne großen sozialen Widerstand abgehen würde. Es hat auch niemand damit gerechnet, dass so etwas eigentlich überhaupt stattfinden würde. Und als man dann diese Bilder sah, dass sich diese Menschenmassen dann in Berlin dann um die Arme fielen, dass die Ostdeutschen es nicht zurückwiesen, als ihnen die Westdeutschen dann Bananen und andere Südfrüchte und so etwas in die Hände drückten und sie umarmten. Und, so. Und als dann die ganz schlimmen nationalistischen Fahnenschwenkungen noch um den 9. November herum stattfinden, da hat eigentlich niemand so richtig gerechnet. Und insofern achtete man damals natürlich sehr stark darauf, was wird dort geschehen. Gibt es dort irgendwie eine Art von Widerstand? Den gab es nicht. Es gab allerdings den Slogan "Nie wieder Deutschland", der irgendwann zwischen dem Januar 1990 und dem 8. März 1990, also zwischen dem
zwischen der Maueröffnung und dann den ersten Wahlen unter westlichen Bedingungen in der DDR dann gerufen wurde von einer kleinen Gruppe, irgendwo im damaligen noch Ostberlin, nie wieder Deutschland. Und so achtete man schon darauf, dass das ist schon vielleicht eine richtige Lösung. Aber erstmal, also nicht Lösung, ein richtiges, so etwas wie ein Leuchtfeuer oder so etwas in der Art. Ne? Es war aber dann noch ziemlich lange Zeit dann Funkstille und es durfte eben verschiedene Anstrengungen der damaligen eigentlich unter westdeutschen Bedingungen als Krisenlösung für die westdeutsche Linke gegründeten Zusammenhang des Radikale Linke, die einige große Demonstrationen im Jahre 1990 auf die Beine gebracht haben, sehr große Demonstrationen in Frankfurt am Main im Frühjahr 1990 und dann nochmal eine sehr große, als dann das staatliche Prozedere bereits abgeschlossen war, im Oktober 1990 in Berlin, dass sich da dann andeutete, also da kommt noch mal etwas zustande, was dieser Entwicklung irgendwie einen Widerspruch zumindest entgegenhalten wird. Und was dann in der kommenden Zeit geschah, war dann auch recht produktiv, würde ich mal sagen. Darum nenne ich dann nochmal die zwei weiteren Bestandteile dieser antideutschen Bewegung. Zweitens die Beschäftigung mit so etwas, was man vorher weitgehend, fängt paradox zu sein, aber es ist sehr, sehr verdichtet jetzt. Also vorher weitgehend als ein bürgerliches Theorem abgetan wurde, die Vorstellung von der deutschen Besonderheit, vom deutschen Sonderweg. Und es ergaben sich dann anschließend also sehr, sehr produktive Studien und Auseinandersetzungen über eben die besondere deutsche Ideologie vom Staat. Also dazu gehörten damals sehr stark eben, weil die DDR-Deutschen eben eingemeindet wurden aufgrund ihres Blutscharakters, aufgrund ihres völkischen Charakters. Die DDR ist dann der einzige Staat des ehemaligen Ostblocks gewesen, der das den Vorteil hatte, von einem stärkeren Staat aufgenommen zu werden und dem dadurch ja auch bestimmte Schrecknisse der Kapitalisierung der anderen osteuropäischen Länder erspart blieben. Und das eben, weil die Bewohner Deutsche waren und weil eben in der Verfassung der Bundesrepublik eben ausdrücklich das Wiedervereinigungsgebot schon in der Präambel beschrieben war, was ja eindeutig als imperialistischen Imperativ begriffen und schon von da heraus, also vor dem deutschen Imperialismus, wie wir das damals nannten, also auf der Hut waren. Aber nun begannen wir uns, die uns als Antideutsche begriffen, also stark, ist eben auch mit den historischen Voraussetzungen dieser deutschen Besonderheit zu beschäftigen. In Kürze gesagt, wir haben also die deutsche Philosophiegeschichte, die eben Deutschland als etwas Besonderes seit der Französischen Revolution, seit der Jahrhundertwende vom 18. und 19. Jahrhundert begriffen hatte, studiert. Wir haben dann uns also mit der Geschichte des 19. Jahrhunderts auseinandergesetzt, die Geschichte des deutschen Rassismus und diese Dinge verinnerlicht. Und wir fanden das dann auch immer wieder dann in den aktuellen Ereignissen der
der ablaufenden Wiedervereinigungsgeschichte. Viele erinnern sich vielleicht, gelesen zu haben, dass es bereits seit den frühen 90er Jahren dann Pogrome oder pogromartige Ausschreitungen in der früheren DDR gab. Es begann also mit Angriffen auf polnische Reisebusse, die die deutsche Ostgrenze passierten, die dann mit Steinen und Schmutz beworfen wurden, die Insassen wurden teilweise durch Straßen gejagt. Dann kam 1992, glaube ich, der auch international beachtete Pogromversuch von Hoyerswerda, wo eben ein ostdeutscher Mob gegen ein Haus, was von Vietnamesen bewohnt worden waren, also die dort keinen Flüchtlingsstatus hatten, sondern die eigentlich ehemalige Mitbürger dieser Pogrommassen waren, also Leute, die vorher Vertragsarbeiter in der DDR gewesen waren und die jetzt aber, nachdem die Verträge nicht mehr galten, dass den Vertrag schließenden Staat nicht mehr gab, Ausländer waren, die auf ihre Abschiebung warteten, die wurden dann von den Einheimischen bedrängt. Ähnlicher Fall kam dann etwas später dann noch in Rostock-Hoyerswerda vor. Das ist vielleicht der etwas bekanntere Fall, der jetzt auch Eingang ins deutsche Filmschaffen gefunden hat, wo also ein Haus, in dem Leute wohnten, die zur deutschen Volksgemeinschaft nicht gezählt wurden, tagelang von einem Mob belagert wurde. Das Haus wurde mit Molotow-Cocktails angegriffen und vielfach versucht, dort Brand zu stiften. Die Polizei hat sich sehr, sehr passiv und zurückhaltend verhalten und griff erst dann ein, als ein auch international besetztes Fernsehteam auf dem Dach des Hauses drohte, von den Flammen ernsthaft beeinträchtigt zu werden. Und so gab es eine ganze Reihe dieser Dinge weiter. Das Asylrecht der Bundesrepublik wurde in dieser Zeit modifiziert, insofern, dass der Passus des sicheren Durchgangslandes dort eingeführt wurde, wo es also keine unsicheren Staaten mehr gab, fast jeglichem Flüchtling es verunmöglichen sollte, noch nach Deutschland zu kommen. Dazu muss man sagen, dass das Asylrecht der Bundesrepublik ein sehr liberales und weit gefasstes Asylrecht war, das aber nicht aus altruistischen Gründen, sondern weil es eine Funktion hatte, eben als antikommunistisches Mittel im Kalten Krieg. Demnach war also jeder Mensch, der irgendwie unter der sogenannten kommunistischen Gewaltherrschaft lebte, auch politisch beeinträchtigt, politisch verfolgt und genoss hier automatisch Asyl. Das hat dazu geführt, dass man während des Kalten Krieges durchaus die Konkurrenten im Osten schädigen konnte, indem man ihnen also wertvolles Arbeits- und Know-how-Potenzial auf diese Weise entzogen hatte. Aber das war jetzt nicht mehr notwendig, das hatte man dann auf andere Weise geklärt, die Niederdrückung der Konkurrenten. Also konnte man dieses Recht auch abschaffen und das passte natürlich sehr gut zusammen mit der diese staatliche Initiative begleitenden Bewegung, die sich vor allem im Osten dann abzeichnete. Also ja, unser Augenmerk sehr stark auf das Völkische gelegt. Der dritte Quelle und der dritte Bestandteil der antideutschen Bewegung war die verstärkte Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus, mit dem deutschen Antisemitismus, mit dem Antisemitismus allgemein, aber eben auch speziell mit dem deutschen Vernichtungsantisemitismus. Das wiederum hatte
sehr starke Korrespondenzen mit dem ersten Teil, also der narzisstischen Kränkung über Klasse und Geschichte im traditionellen linken Sinne, weil wir nicht nur erkennen mussten, dass eben der Antisemitismus konstitutiv zur deutschen Volksgemeinschaft gehörte, konstitutiv schon in den Schriften der Philosophen, die die Volksgemeinschaft zunächst auf dem Papier begründeten, wie Johann Gottlob Fichte auftritt, dass also eben später im weiteren Verlauf dann in der bürgerlichen Welt allgemein der Antijudaismus traditioneller christlicher Art sich zum völkischen Antisemitismus transformiert, dass es in Deutschland stets eine besondere Rolle hat. Und wir mussten eben dann auch erkennen, das mussten, sage ich deswegen, weil sie erst ja eine Verarbeitung eines narzisstischen Traumas war, dass eben diese Subjekte der Geschichte, die Arbeiterklasse, das Volk und die Unterdrückten, die Unterworfenen und so, dass die nun überhaupt nicht frei davon waren, sondern sogar da an führender, an organisatorisch führender Spitze waren, aber dass sie also insgesamt eine ganz wichtige Rolle darin spielt. Insofern kam die Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus, den Theorien über den Antisemitismus hinzu, und es kam dann zu einer Bestimmung Deutschlands eben als genuin antisemitischen Staat. Das wurde durch aktuelle Ereignisse dann jeweils immer bestätigt, denn schon kurz nach dem Mauerfall, schon in der Jahreswende 89-90, konnte man in den deutschen Massenmedien eine eklatante Wendung bezüglich der Politik Israels lesen. War bisher eigentlich die deutsche Publizistik, die deutschen Medien im Wesentlichen durch eine israelfreundliche Position bestimmt. Wie fragwürdig die begründet war, auch immer, das können wir später noch diskutieren, kippte das nun plötzlich um. Plötzlich war im Spiegel von den israelischen Knochenbrechern, also irgendwelchen Elitesoldaten, die Palästinensern bewusst die Knochen brachen, die Rede. Plötzlich war von einer genozidalen Wasserpolitik der Israelis die Rede. Plötzlich war die Rede von einer Verbindung des untergegangenen Realsozialismus mit Israel die Rede, die faktisch nicht stimmte, aber die man an solchen Beispielen versuchte festzumachen, dass ein Mann, der dort eine wichtige Rolle, also zum Beispiel, ein Mann, der dort eine wichtige Rolle spielte, im Untergang der DDR, auf der DDR-Seite, war ein Mann namens Schalk Ugolodkowski, das war ein Unterhändler, der so zwischen BRD und DDR und unterhandelt hatte, und der aber auch zu DDR-Zeiten Händler für antiquarische, sehr, sehr wertvolle antiquarische Gegenstände war, und der dort als zu einer Schieber- und Schurkenrolle aufgebaut wurde und von dem dann behauptet wurde, er sei nach Israel geflohen. Und das wurde allgemein akzeptiert, und es brachen also alte Vorstellungen wieder vom Schacherjuden und solche Sachen wieder auf. Eine der ersten Titelbilder des Spiegels aus 1990 war dann ein Bild von Gregor Gysi, der damals seine Karriere begann, mit dem Untertitel Der Drahtzieher. Und
in dem Text war sehr stark, also von nicht nur in dem Text, sondern überhaupt dann in den Massenmedien, war sehr stark von dieses jüdischer Familiengeschichte die Rede. Und es wurde also dann Jude aufgebaut, der also ein Drahtzieher ist. Ein Drahtzieher jetzt in dem Sinne, dass er das ehemalige DDR-Vermögen beiseite gebracht wird, dass sogenannte alte Stasi-Seilschaften, also auch dieser Seilschaftenbegriff schien uns auch sehr, sehr, sehr deutsch zu sein, weil er so auf Verschwörung und diese Dinge hinwies. Und der jetzt auch durch die damals sich vollziehende Umwandlung SED in PDS wieder so etwas wie das Überwundene glaubte, dann in der Bundesrepublik inszenieren wollte. Also es war auch hier stark eine sehr stark antisemitische Situation, also Stimmungssituation zu verspüren. Später verstärkte sich das noch und im Laufe, ich weiß nicht, wenn das jetzt zu schnell ist oder zu sehr verdichtet oder wenn noch was nachgefragt wird, werden sollte, meldet euch durchaus, ne, sagt hier Stopp. Das wurde dann später noch verstärkt durch die Situation des sogenannten Balkankrieges, in dem Deutschland ja auch wieder eine große Rolle spielte. Die Befürchtungen waren ja auch, das ergab sich also auch aus diesen drei Punkten ja auch, dass Deutschland natürlich, dass all diese Dinge, Volksgemeinschaft, also die als Quelle der Narzisst, aus unserer narzisstischen Kränkung als Linke, völkische Besonderheit Deutschlands und Antisemitismus, dass das natürlich motivieren würde zu Aktivitäten auch außenpolitischer Art, wie gesagt, imperialistischer Art. Und fand uns das schnell, sehr schnell bestätigt in dem Verlauf des Jugoslawien- oder Balkankrieges, der euch hoffentlich bekannt ist. Ja, also Jugoslawien wurde damals, auch bezüglich Jugoslawiens, vollzog sich damals in den frühen 90er Jahren ein populär ausgedrückt Paradigmenwechsel in der Einschätzung. Während des Kalten Krieges war Jugoslawien immer das staatssozialistische Land, was den Deutschen am meisten sympathisch war, weil es also schon frühzeitig mit der Sowjetunion gebrochen hatte und sich also auch aus anderen Dingen sehr, sehr raushielt, vielmehr sogar Wirtschaftskooperationen, gemischte Firmen mit dem normalkapitalistischen Ausland unterhielt, Arbeitskräfte nach Deutschland exportierte, jede Menge deutsche Touristen aufnahmen und zwar intern den antifaschistischen Widerstandskampf des Zweiten Weltkrieges pflegte, aber das den anderen Ländern, also insbesondere den Deutschen, auch nicht so besonders spüren ließ. Dieses Jugoslawien-Bild änderte sich dann rigoros Anfang der 90er Jahre. Plötzlich war das aus Einzelrepubliken zusammengesetzte Jugoslawien ein Völkergefängnis. Ein Völkergefängnis, was von den Serben zusammengehalten wurde. Die Serben waren so ein Gefängnis. Kerkermeister, die über Slowenen, Kroaten, Bosniern, Mazedoniern und Albaniern dann herrschten und allen anderen wurde irgendwie empfohlen, möglichst schnell da auszutreten. Und diesen Austrittswillen gab es ja durchaus, zunächst bei den nördlicheren Teilrepubliken Slowenien und Kroatien. Deren Austrittswille sehr stark unterstützt wurde dann von der deutschen Politik. Diese Konflikte zur Auflösung Jugoslawiens liefen dann nicht so wie in den jugoslawischen Staatsverträgen vorgesehen durch
durch Verhandlungen und wechselseitige Anerkennung der Vermögenswerte und so, wie das unter Staaten üblich wäre, auch unter Bundesstaaten üblich wäre, sondern die verliefen dann durch Austritt und Unabhängigkeitserklärungen zunächst der nördlichen Republiken Slowenien und Kroatien und Postwende Anerkennung durch Deutschland. Dadurch war dann der Konflikt zwischen diesen Teilrepubliken und dem Gesamtjugoslawien zu einem internationalen Konflikt geworden. Hinzu kam, dass diesen nördlichen Teilrepubliken offenbar nichts anderes als völkische Ideologie zur Verfügung stand, um ihren Austrittswillen zu begründen. Völkische Ideologie, dass sie eben als Slowenen und Kroaten was Besonderes seien gegenüber den Serben und vor allen Dingen den unproduktiveren Völkern aus dem Süden. Also in diese völkische Überlegenheit, diese Vorstellung völkischer Überlegenheit kam dann der ökonomische Wunsch eben über der Verteilung des Gesamtkuchens mehr zu bekommen und dafür über den Austritt zu wählen. Deutschland hat es aber unterstützt durch internationale Anerkennung, dadurch zu einem internationalen Konflikt erhoben und hierdurch völkische Propaganda unterstützt, die direkt anknüpfte an die Propaganda der vorangegangenen Weltkriege. Wow. Bei Gelegenheit später noch was zu sagen. Und vielen schien es so, als würden Rechnungen, die im Zweiten Weltkrieg noch nicht beglichen worden sind, nun präsentiert werden und deutscherseits dann eingefordert. Im Laufe dieses Jugoslawienkrieges kam dann auch ein anderes Subjekt nach und nach zum Vorschein, das dann später sehr stark die offizielle deutsche Präferenz bestimmen würde. Das war der Islam und die Muslime. Also sehr stark war dann, als der Krieg sich dann auf die Teilrepublik Bosnien, das heutige Bosnien-Herzegowina, das die Bezeichnung von vor dem Ersten Weltkrieg, damalige sozialistische Teilrepublik Bosnien, dann Übergriff, gab es dann einen Konflikt zwischen serbischer, kroatischer und muslimischer Bevölkerung und die Muslime wurden da sozusagen in einen quasi völkischen Rang erhoben. Es wurde also der Konflikt zwischen drei Volksgruppen aufgemacht, die unmöglich also irgendwie zusammenleben konnten und das ja auch bis heute nicht so richtig sollen. Dazu muss man vielleicht sagen, dass der Status ist, eine religiöse Gruppe der Muslime zu einer völkischen Gruppe zu erheben, schon unter dem speziellen jugoslawischen Realsozialismus unter Tito geschehen war, wo man sich gedacht hatte, das sei ein probates Mittel, um eine Art Puffer oder Pufferzone zwischen den traditionellen Konfliktparteien Serben und Kroaten zu setzen, indem man die muslimische Bevölkerung Bosniens dann eben auch als eine Volksgruppe, die in Jugoslawien eine große Rolle spielte, Ruf der Volksgruppen, erklärte. Das wurde dann im Krieg wieder aufgenommen und diese Leute wurden dann von Deutschland stark unterstützt. Das sollte dann später nochmal dem Kosovo-Konflikt 1999 geschehen, wo dann zum ersten Mal direkt deutsche Kampfflugzeuge dann gegen Jugoslawien eingesetzt wurden, um einen angeblichen Völkermord, den die serbische Minderheit in Kosovo an der Mehrheit der Muslime oder wie sie dann genannt von der Kosovaren begehen sollte. Also die muslimische Karte wurde schon in den 90er Jahren gespielt. Das war für die
antideutsche Bewegung sehr interessant und man konnte ja auch dann Verbindungen zum Nahen Osten, zu Israel dann ziehen, wo immer stärker dann, was bis Jahre vorher gar nicht möglich gewesen wäre, die palästinensische Seite und die arabische Seite dann unterstützt würde. Das, was wir heute haben, dass Milliarden Euro in die palästinensischen Gebiete fließen, wäre damals undenkbar, also wäre vor 1989 undenkbar gewesen. Also der Islam als Spielkarte trat dann damals auf. Und ja, jetzt weitermachen. Ich mache jetzt mal einen kurzen Schnitt und gehe dann nochmal über zum Verhältnis der Antideutschen und der anderen deutschen Linken. Wenn es jetzt Fragen dazu gibt, sollten die jetzt gestellt werden. Gut, das ist ja schön, dass ihr das alle teilt. Die antideutsche Bewegung ist sozusagen die erste größere deutsche linke, wie soll man das sagen, Gruppierung, Agrupation, so wird man im Spanisch sagen, also eine größere Zusammenballung irgendwie, die sich positiv auf Israel bezog, also die Not, nicht nur die Berechtigung, sondern auch die absolute Notwendigkeit eines jüdischen Staates in einer Welt des Antisemitismus begründete und also ja begründete nicht nur im individuellen Sinne, das haben vorher auch schon einige Autoren getan, aber begründete und verbindlich machte für ihre Mitglieder, so dass eben da noch ein paar tausend Leute in Deutschland auf die Straßen gehen konnten und Solidarität mit Israel einfordern konnten. Und das konnte es geben. Da man das narzisstische Trauma dieser Enttäuschung von Klasse und Geschichte durch die Wende so produktiv machen konnte, dass man sich eben mit den Besonderheiten kapitalistischer Herrschaft auch auseinandersetzen konnte, wenn sie nicht gerade den der Revolutionstheorie zu Ehre gereichten, wenn man feststellen musste, dass eben die vorher präferierten revolutionären Subjekte nicht besser waren in ihren Haltungen als die Herrschaften, die man bekämpfen wollte. Und da kam es dann dazu, dass man sich also mit der Geschichte des Antisemitismus auch in der Arbeiterbewegung auseinandersetzte, dass man antisemitische Positionen in der Arbeiterbewegung erkannte, dass man den Antisemitismus als bis zu einem gewissen Grade sogar als irgendwie notwendigen Bestandteil sogenannter Volksbewegungen verstand und damit ganz weit entfernt war von den Vorgängerbewegungen auch linksradikaler staatsfeindlicher Art, die immer darauf gesetzt haben, dass sozusagen durch die spontane Aktivität der Lohnabhängigen, der sonst wie Unterdrückten, dass daraus irgendwie sich eine Position entwickeln würde, die man auch mit Fug und Recht als emanzipatorische bezeichnen konnte. Und im Laufe dieses Studiums, wozu ich gerne später noch also einzelne Stationen erklären würde, dann dazu kam, dass es eigentlich die zionistische Bewegung, die also auf die Gründung Israels gesetzt hatte, Recht hatte und die anderen namentlich die sozialdemokratischen, die leninistischen, aber auch große Teile der anarchistischen Bewegung völlig falsch lagen. Und dass es in einer Welt, die staatlich organisiert ist, wo wir als Linksradikale, die
aufgrund unserer Haltung, die zwar nicht geborenen, aber gewollten, intendierten Feinde dieser Ordnung sind, zu uns notwendig ist, die Staatlichkeit Israels, also bis zum Ende aller Staatlichkeit, zu verteidigen. Und das ist also ein Bestandteil also einer revolutionären, eines revolutionären Agierens auf jeden Fall, die Notwendigkeit ist, einen jüdischen Staat in dieser Welt aufrechtzuerhalten. Ja, dadurch kam man natürlich in einen großen Widerspruch zu den traditionellen Linken, die bis auf wenige Ausnahmen, die das irgendwie als ein Nebenproblem ansahen, Israel als einen Brückenkopf des Imperialismus im Nahen Osten begriffen und eigentlich dem israelischen Staat überhaupt keine eigene Subjektivität zugestanden, sondern fast einfach nur als einen Marionettenstaat begriffen. Es kam noch einige wenige, die sagten, ja, es gab zwar einen Holocaust und es gab zwar Dinge, die darauf hinwiesen, dass es wichtig sein könnte, einen israelischen Staat zu gründen, aber die haben ja ganz vergessen, dass es eigentlich Aufgabe wäre, die ganze Welt zugunsten eines Kommunismus zu befreien. Also viele der jüdischen Intellektuellen, die sich dann in den 50er Jahren den Realsozialismus angeschlossen haben, sehen wir zum Beispiel Stefan Hermlin oder so, der auch vorher schon mal in Palästina war, also da dort an Projekten mitgearbeitet hat, sich dann aber später dann wieder in die Partei hat zurückholen lassen. Also so etwas gab es da schon alles. Aber man war in der Linken weitgehend der Auffassung, Israel taugt eigentlich nicht, dass wir sozusagen die gelindeste Einschätzung bis hin, Israel muss vernichtet werden. Ne? Also muss vernichtet werden. Das hieß für diese Leute zwar nicht Vernichtung der Juden, aber nein, selbstverständlich nicht. Das wird dann also ein säkulärer Staat. Da können dann Juden, Moslems, Christen und alle anderen können da also friedlich miteinander leben. Da kann man eventuell sagen, das hatte eine Berechtigung, solange die wesentlichen Führungskräfte der palästinensischen und der sonstigen arabischen Bewegung unter dem staatssozialistischen Etikett segelten, also sich entweder an die Sowjetunion oder an China orientierten und also nominell da etwas Sozialistisches proklamierte, wo sie ja natürlich keinen Massenmord haben wollten, ist natürlich aus heutiger Sicht völliger Unsinn, weil man natürlich sehen kann, dass sich dort, was die Eliten, was die sozialen Mechanismen in den einzelnen arabischen Makrokosmen da betrifft, nicht viel verändert, dass sind die gleichen Familien heute unter islamischer Fahne dort zugange, die vor 30 Jahren sich irgendeinem realsozialistischen Lager verbunden fühlten. Also das ist ein kleiner Umweg, aber nochmal zurück zu der Linken. Die Linken glaubten, die Palästinenser, die Israel bekämpft, seien so, kann man begreifen, wie die kurz zuvor siegreichen Nicaraguaner oder andere, Vietnam wurde immer wieder angeführt, Kuba, also so andere Revolutionen, die also all diese Revolutionen, die unter großer Beteiligung eben der Bevölkerung stattgefunden hat und nicht solche nominellen Revolutionen waren, wie die nach dem Zweiten Weltkrieg in Osteuropa. Das haben sie also geglaubt und das haben wir dann nicht mehr so gesehen. Und sie haben das sogar als Bestandteil eines Antifaschismus. Da waren sie wieder an, aber da gab es dann wieder einen Punkt, wo wir sehr stark dann dagegen
dagegen gehalten haben, also stand die Haltung gegen Israel als eher eine irgendwie antifaschistische Haltung bezeichnet. Israel war dann in der Rhetorik ein faschistischer Staat, ein Völkermordsstaat und all diese Dinge. Wir waren aber als Antideutsche bereits, also auch mit dem Faschismus, mit dem Antifaschismus, mit dem deutschen Antifaschismus, also schon sehr unzufrieden geworden, weil wir ja zuvor gesehen hatten, dass also es mit dem Antifaschismus der europäischen Arbeiterklassen in der Phase des historischen Faschismus gar nicht so weit her war. Und als wir dann sahen, dass der Antifaschismus deutscher Provenienz nur eine ganz kleine Gruppe betraf und sonst später doch nur eine Staatsideologie der späteren DDR war, aber die Bevölkerung alles andere als antifaschistisch war, war das für uns natürlich ein Anlass, diesen Faschismusbegriff nochmal abzuklopfen. Und wir fanden dann nicht nur heraus, dass Faschismus und Antifaschismus, aber dass die Geschichte des Faschismus einerseits für diese Linken im Wesentlichen eine antifaschistische Heldengeschichte war, man sich kaum also Gedanken darüber gemacht hatte, was war denn eigentlich der Faschismus, wie funktionierte der Faschismus eigentlich, außer dass man den Faschismus als ganz infames Mittel der herrschenden Klassen, der Eliten bezeichnet hatte, um also eine immer schon rebellische Arbeiterklasse niederzuhalten. Und Definitionen dann gebracht wurden, die politische Bündnisse schmieden sollten, die aber alles andere als irgendwie eine Befreiung im Sinne eines Kommunismus gebracht hätten. Zum Beispiel die berühmte Definition von Georgi Dimitrov auf dem 7. Weltkongress der Kommunistischen Internationalen 1935, also der stalinistische Politiker Dimitrov erklärt, also der Faschismus ist das Produkt der am meisten imperialistischen, der am meisten aggressiven Teile des deutschen Monopolkapitals. Das ist also, das Ganze wird also personalisiert, wird also auf eine eingrenzbare Gruppe bezogen, gegen die man dann ein großes Bündnis schmieden kann, um das dann zugunsten einer antifaschistischen Ordnung zu überwinden. Faschismus, so fanden wir den deutschen Nationalsozialismus allgemein als Faschismus zu bezeichnen, das wäre jetzt auch noch wichtig zu erwähnen, fanden wir dann heraus, war ja nun auch so etwas wie ein Euphemismus, weil der Nationalsozialismus in der Geschichte des europäischen Faschismus aufgehen zu lassen, lässt also auch das zentrale Projekt des deutschen Nationalsozialismus, die Ermordung der Juden, irgendwie im Allgemeinen verschwinden. Der Begriff Faschismus zum ersten Mal von der faschistischen Mussolini-Bewegung 1922 in Italien an die Macht gebracht, war eine terroristische, nationalistische Diktatur, die aber da und auch in den danach folgenden Ländern, dann kam Portugal, erstmal keine großartige antisemitische Konnotation hatte. In diesen drei Aktienmächten Deutschland, Italien und Japan war Deutschland das Land, was versuchte, sein Projekt der Judenvernichtung seinen Bündnispartnern aufzuzwingen. Italien hat das dann 1943 dann erstmals versucht umzusetzen, dann nehmen sie also Gesetze zur Diskriminierung der Juden, die dann nach der deutschen Übernahme dann auch abtransportiert wurden.
Also das haben die erst seit 1943 vorbereitet, der japanische, auch Faschismus, den man natürlich auch nicht allgemein in die faschistische, in das faschistische Spektrum einordnen kann, hatte zwar eigenartige Judenbilder und eigenartige Formen des Antisemitismus hervorgebracht, war aber überhaupt nicht damit einverstanden, Juden massenhaft umzubringen. Insofern gibt es kaum auch jüdische Internierungen von jüdischen Flüchtlingen durch japanische Truppen in Shanghai und anderen Gebieten, die von japanischen Truppen okkupiert waren. Die Japaner haben sich aber immer geweigert, diese den Deutschen zur Vernichtung auszuliefern oder gar selber bei der Vernichtung Hand anzulegen. Also den deutschen Nationalsozialismus allgemein in den, in den Faschismus zu subsumieren, schien uns auch eine große Verharmlosung. Und da haben wir dann stark dagegen polemisiert. Ja, ich bin mir bewusst, dass das jetzt alles sehr, sehr knapp ist und dass das noch weiterer Erklärung bedarf. Ich bin mir auch bewusst, dass ich ja jetzt noch eine ganze Menge quatsche und ich will nicht voll quatschen, deswegen mache ich das ein bisschen gerafft und ich bitte dann wirklich stark auf eure Fragen weiter. Aber zunächst noch einmal, wie ging es dann mit der antideutschen Bewegung weiter? Das war ganz zentral. Die Rolle Deutschlands dann als von sämtlichen Alliierten Einschränkungen befreites, eigenständig agierendes staatliches Subjekt, was in der Lage war oder was in der Lage ist, seine Interessen auch im Ausland, außerhalb seiner Grenzen effektiv zu verteidigen, was eigentlich Imperialismus ist, aber dieses Begriff haben wir ja auch bewusst vermieden, weil er eben auch personalisierend und moralisierend daherkam. Das deutet also dieser neuen deutschen selbstbewusst agierenden Staatlichkeit Kritik angedeihen zu lassen und da was gegen zu unternehmen, war ein starkes Anliegen, ebenso wie die Verteidigung Israels. Und die dann zunehmende Kritik des Islams. Wir mussten dann zur Kenntnis nehmen, dass die zunehmende Favorisierung der islamischen Bestrebungen in der Welt ab 1990 sowohl einen kalkülhaften Grund in der in dem sich außenpolitisch ausagierenden deutschen Interesse hatte, wie auch in dem, was für uns die deutsche Besonderheit ausmachte. Aber da fällt noch mal kurz zurück. Der Islam war ja nun bis 1989 in Deutschland so etwas wie, wurde ziemlich misstrauisch beäugt und das, was sich im Iran abspielte, hatte, anders als das heute oft der Fall ist, damals überhaupt gar keine positive Presse, sondern man war so sich mit anderen westlichen Ländern einig, dass das Ayatollah-Regime im Iran, dass das nicht in Ordnung war, dass da was gegen unternommen werden müsste, dass irgendwie abserviert werden müsste, islamistische Attentate in Deutschland, die ganz sehr gering waren, aber ein ganz wichtiger Einschnitt ist ja die Aktion der Palästinenser gegen die israelische Olympiamannschaft während der Olympiade 1972 in München. Da wurde ganz hart drüber geurteilt. Also da wurde niemals gefragt, also hat das nicht einen Grund, also in der Demütigung der Muslime durch den Kolonialismus, den Imperialismus oder durch den Westen überhaupt, wie das heute der Fall ist, sondern man hat da ziemlich hart Positionen bezogen. Nach 1989, 90 wurde man dann zweifelnder, skeptischer und so etwas. Also während man noch beim ersten Golfkrieg der USA, dem ersten Golfkrieg der USA, was ja de facto der zweite war, der erste war ja der zwischen Iran und
Irak in den frühen 80er Jahren, aber dann 1990, 91, also nur 91 wurde das ein richtig heißer Krieg, nach der Besetzung des kuwaitischen Staates durch Irak. Als die Amerikaner dann den Irak angriffen, da war man in Deutschland weitgehend noch dafür, also das gut zu heißen. Ganz anders als 12 Jahre später, als dann der zweite Golfkrieg dann begann. Der erste amerikanische Golfkrieg war eher in Deutschland Anlass, ein allgemeines Aufrütteln. Wir müssen jetzt auch Verantwortung übernehmen. Wir dürfen doch nicht immer abseits stehen. Also wenn die Amerikaner dort die Interessen des Westens am Golf schützen, warum stehen wir abseits und so. Ne? Das war sozusagen der erste Beginn dieser Debatte. Also wir können nicht immer abseits stehen. Aber was Gauck heute sagt, Deutschland ist viel zu groß, als dass es sich raushalten könnte. Das wurde damals mehr in Frageform und mehr in zaghafter Form gestellt. Das ging aber dann weiter, Schritt für Schritt. Im Jugoslawienkrieg hat man sich dann dazu durchgedrungen, dann selber aktiv zu sein und selber sozusagen ideologisch vor den anderen westlichen Staaten dann für einen Krieg gegen Jugoslawien zu plädieren und ihn dann auch umzusetzen. Gut, der Islam wurde dann ein immer stärkerer Bezugspartner Deutschlands und insofern auch ein verstärktes Objekt des Interesses der antideutschen Linken. Und man setzte sich zunehmend damit auseinander, was bestimmte Phänomene eigentlich sollten. Warum jetzt in Jugoslawien, also gerade den Islam. Für Bezug auf Israel schien es irgendwie sicher zu sein. Das waren diese alten deutschen Verbindungen und es war natürlich das neue Interesse gegen die USA. Für die alten deutschen Verbindungen hatte man natürlich die Erinnerung wiedergefunden, dass es schon mal Deutsche im Nahen Osten gab während des Zweiten Weltkrieges, die bis Jerusalem vorstoßen sollten und dort hatten sie auch schon einen Mann namens Al-Husseini, der später dann der Onkel des Yasser Arafat, des Gründers der palästinensischen Nationalbewegung wurde, der damals auch die Position des sogenannten Großmufti von Jerusalem hatte, also eines wichtigen religiösen Oberhauptes, der sozusagen der deutsche Mann in Jerusalem dort war. Als es dann den Deutschen nicht gelang, dort vorzudringen und die Rommelsche Armee dann in der libyschen Wüste stecken blieb, floh der Großmufti nach Berlin, wo er dann im Schloss Bellevue untergebracht wurde, Sitz des heutigen Bundespräsidenten. Und wo er dort also sozusagen Botschafter des Großdeutschlands in die islamische Welt war. Und da hatte man dann auch wieder eine Verbindung zum Jugoslawien-Konflikt der 90er Jahre, weil nicht in Bosnien schon im Zweiten Weltkrieg als einzige nicht-arische SS-Division eine muslimische Division kämpfte, die zwar dem Heydrich direkt unterstellt war, also der SS-Zentrale, aber wo also als wichtigster Bezugspunkt eben der Großmufti von Jerusalem, heute würde man wahrscheinlich sagen, der spirituelle Führer dieser Vereinigung war, die dort hauptsächlich gegen Serben, Juden und Kommunisten wütete. Also man sah sozusagen eine Verbindung, aber das war nicht nur eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, sondern man hat sich natürlich auch gefragt, und da gibt es eine ganze Menge Artikel darüber, namentlich in der Zeitung Bahamas, die dann bis 2002, 2003, da glaube ich, der wichtigste theoretische Bereich
nicht. Also der das theoretische Gebäude eigentlich der antideutschen Linken war. Dann haben wir sie gefragt, was für eine Funktion jetzt so etwas wie Islam in der spätkapitalistischen Verwertungsgesellschaft eigentlich haben könnte. Und man ist natürlich wieder über Volksgemeinschaften, von der Nazi-Volksgemeinschaft zur islamischen Volksgemeinschaft der Umma gekommen. Und man hat sich dann zunehmend auch gefragt, was ist dann eben unter Bedingungen der zunehmenden Entwertung des variablen Kapitals, also der Arbeitskraft, der zunehmenden Zurückdrängung eben der lebendigen Arbeitskraft auf den Produktionsbereich und der zunehmenden Pauperisierung der großer Teile der Unterklassen. Was können da für ideologische Modelle angeboten werden und welche ideologischen Modelle könnte eine spätkapitalistische Herrschaft, insbesondere wenn sie dann aus diesen deutschen Hintergrund hat, dann wählen? Und dann kam mir natürlich dann auf diese islamische Oma, die ja auch die Leute sozusagen existenziell in eine Gemeinschaft setzt, aus in der sie nun mal sind, von der sie sich nun mal zu prägen lassen haben, aus der sie auch nicht herauskommen, es sei denn, sie nehmen also den Tod in Anspruch. Und da war man dann sehr stark auch als Islamkritiker dann aktiv. Meiner Meinung nach immer noch eine der besten Hervorbringungen der antideutschen Bewegung. Leider kippte das meines Erachtens, da bin ich im großen Dissens vieler meiner ehemaligen noch Mitstreiter, kippte das also für große Teile der Bewegung dann nach dem 11.9. in eine fatale Richtung. Und das war dann meines Erachtens auch das Ende der antideutschen Bewegung. Das war der berühmte 11.9. Ne? Und über den 11.9. kann man ja wieder solche Geschichten erzählen wie über den 9.11. Ne? Das scheint also eine eigenartige Zahlenspielerei in der deutschen Literatur zu sein, wenn man sich zum Beispiel Literatur unterschiedlicher Richtungen der 20er und 30er Jahre durchliest die sich also mit der politischen Entwicklung auseinandersetzen, kommt dann oft mal die Frage, wo waren Sie am 9. November 1918? Und später soll dann die Frage kommen, was haben Sie erlebt am 9. November 1989? Aber auch, was haben Sie eigentlich am 11.9., also am 11. September gemacht, als die Flugzeuge in die Twin Towers rasten. Ne? Und das war dann ja für viele so eine Art Umkehrerlebnis. Es ist schwierig, jetzt so ad hoc den richtigen Begriff dazu zu finden. Es war aber jedenfalls ein einschneidendes, kann man auch sagen, Erlebnis für die antideutsche Bewegung. Dort hatte sich zum ersten Mal auch nach allem, was man ja schon wusste über die Potenziale des Islam, die Potenziale, die er bereits ausgelebt hatte in der Geschichte und die Potenziale, die man schlussfolgern konnte, indem man sich intensiv damit beschäftigt, nur gezeigt, dass eben zum Massenmord an einer willkürlich ausgewählten Gruppe, die uns genauso wahnhaft erschienen wie also die Konstruktion des Juden durch Nationalsozialisten und andere Antisemiten, eine willkürlich ausgewählte Gruppe eben der Ungläubigen, durch anders willkürlich ausgewählt. Die Willkür ist jetzt mal das Allgemeine, Gemeinsame, bis zum Massenmord fähig waren. Und ja, dass da auf jeden Fall einiges zu erwarten war. Und man konnte dann, was man auch sehen konnte, das war auch das Erschreckende, dass es da nicht den einhelligen Aufschrei gab, sondern dass die westliche Welt, die ja angegriffen wurde, sich weder im alten imperialistischen Gewand zeigte,
noch irgendwie anders, also auf irgendeine intelligentere Weise darauf eingegangen wäre, sondern Politik machte. Ne? Das zum Anlass nahm für Politik. Die USA zum die angegriffenen USA zu einem meiner Meinung nach sehr obskuren Vorgehen im Irak und an anderen Gegenden, die Europäer und Verbündete wiederum also zu einer eigenartigen Mittelmachtshaltung, die also Verständnis dann für beide sein, aber Verständnis vor allem auch für den Islam dann mit sich brachte. Das hat dann für die Mehrheit, denke ich mal, in der theoretischen Arbeit wichtigen Antideutschen die Schlussfolgerung mit sich gebracht, sich auf die Seite des Westens zu stellen und dies mit einer eigenen Theoretisierung, in dem eigene Begriffe von Zivilisation, eine Zivilisation, die gegen Barbarei steht und so, dann ins Feld geführt wurden. Also wo zwar nicht die bekannten Zivilisationsbegriffe und die bekannten Barbareibegriffe verwendet wurden, mir schien es mehr so ein Amalgam aus allem Möglichen. Und man kehrte dann zurück zu etwas, deswegen hatte ich dann den Bruch gemacht, was also dann kritischer nicht mehr gesellschaftskritisch in irgendeinem emanzipatorischen Sinne war, sondern man guckte, um es einfach auszudrücken, nach dem kleinsten Übel und versuchte das dann in klassisch politizistischer Manier dann verbal zu vertreten. Man wollte dann zum Beispiel die Bedingung der Möglichkeit des Kommunismus dann verteidigen. Ne? Also dieser potenzierte Genitiv sagte schon aus, dass man sich da ziemlich was auch gedanklich abbrechen musste dann, um aber mit dem eigenen Anliegen, also den Kommunismus dann noch zu erreichen, wobei ich jetzt nicht sagen, es ist auch kein nicht der Verfechter eines probaten Mittels dafür bin, aber das hatte man dann ganz weggestrichen und da war man dann ganz weg. Man kam eben danach dann eben dazu, dass man vieles durchstrich, was man vorher gehabt hatte, zum Beispiel die Kritik an der Demokratie, die Kritik an spätbürgerlichen Rechtsformen und so etwas, die massive Antistaatlichkeit, die man nicht nur als Anspruch, sondern auch als Ergebnis theoretischer Arbeit glaubte gehabt zu haben. Das hat man dann über Bord geworfen und dann da war es aus irgendwie mit der antideutschen Bewegung und es gab dann als Bewegung gab es dann noch einige gerade durch die Bahamas dann initiierte Kongresse, Demonstrationen und Zusammenkünfte, die auch vielleicht bis 2005 oder so noch ein gewisse Menge beachtende Menge an intelligenten Leuten zusammenbrachte, aber das hörte dann so langsam auf und wenn man es jetzt heute so betrachtet, gibt es da verschiedene Residuen oder so etwas der alten antideutschen Bewegung noch, die aber häufig wenig Bezüge zueinander haben und sich da auch gar nicht mehr mögen. Es gibt die Bahamas in Berlin nach wie vor, es gibt die Prodomo in Köln und es gibt hier und da noch ein paar, in München gibt es noch was, also es gibt ein paar interessante Sachen noch, aber insgesamt geht das alles auseinander. In Wien gibt es noch etwas, aber auch die diskrete Kritik mit seiner seinem sehr interessanten Programm oder eben auch in Wien ansässigen Stop the Bombs und die überhaupt gegen das iranische Nuklearprogramm wenden und sehr starken Problemen der Realpolitik zurzeit oder wahrscheinlich auch auf Dauer verhaftet sind.
Aber das hat nicht mehr so viel miteinander zu tun. Es gibt sind die antideutsche Positionen noch als Haltung von Einzelnen, so wie ich das derzeit einschätze. Insofern war der Untertitel zur Geschichte der antideutschen Bewegung durchaus angemessen. Also ich würde jetzt ja wirklich mal kurz einhaken, also unterbrechen, nicht nur um einen Schluck aus der Flasche zu nehmen, sondern euch auch die Gelegenheit zu geben, was zu sagen.